Ich hab geschrieben, dass ich. Was lachst du so endlich? Du hast geschrieben. Ich hab geschrieben, dass ich den Bogen überspannt hab oder so. Nein, den Bogen hast du gesagt, Digga. Mit deiner Fresse, Mann, Bogen. Du willst mich verarschen, mach mich nicht. Du machst mich peinlich, du Hurensohn, Mann. Hey, Ali, Ali, wenn du zu oft Hurensohn sagst, dann. User in your channel started recording. User left Scheiße. Your channel. User joined your channel. Tja, da geht's leider nicht mehr weiter. Und was ist los, Holmes? Bist du hängen geblieben, also weiter geht's. Wo ist King Ali und Holmes? Holmes, 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 Holmes. Wir wollen dich dessen hören, wir wollen dich dessen hören. User in your channel stopped recording. Alter, wer nimmt denn hier alles auf, Mann, ihr Hässlons? User left your channel. Ich bin nicht hetero, Mann. Ich bin normal, du Vogelmann. Ach so, du bist also nicht hetero. Hetero sagt man doch, glaube ich. Ja, sag mal, hast du recht. Also, du bist ich nicht, du Bastard. Warum? Ich bin normal, du Vogel. Ich stehe auf Frauen, du Bastard. Ach so, aber nicht Nein, hetero, ja. Okay. Mach meinen Ruf nicht kaputt. Dann stehst du so mehr auf Thailänder, ne, oder so. Was für Thailänder? Ich stehe auf Frauen, du Bastard. Was lachst du, Hurensohn, Mann? Ja, ey. Hör mal, ich bin keiner Fisch auf der Straße. Ich mach mit dir sofort, schlag ich dich mit meinen Freunden. Alleine, eins gegen eins. Hä, ich dachte mit deinen Freunden. Eins gegen eins. Ja, aber warum hast Freunde du denn gerade... Wieso hast du denn gerade gesagt mit deinen Freunden? Ich hab Freunde, du Bastard. Nicht so wie du. Diese, okay, also du kommst mit deinen Freunden. Du kommst mit deinen Freunden, ah. Na gut, dann komm ich auch alleine. Ey, willst du mich hochnehmen oder was? hast du es immer noch nicht verstanden? Wie soll ich dich denn hochnehmen? Soll ich dich auf den Arm nehmen oder was? Soll ich dich so über die Türschwelle ich tragen? Ich mach dann nämlich auf den Arm, Junge. Ich hab Bizeps von 80 cm, du Bastard. Echt? Was pumpst du so auf Brust? Ja. Was pumpst du? McFit, Junge. McFit, was pumpst du so auf Brust? Ich pumpe auf Brust, weichen soll. Der Metall. Der Metallpumpe. Ach so, aber Gewichte nicht, ne? Was für Gewichte, Mann? Deine Mutter macht Gewichte. Deine Mutter ist Gewicht. Ja, die macht Gerichte, ja, das ist richtig. Also, wenn ich jetzt noch einmal hier wieder. Wenn du noch einmal wieder was über mich sagst, diesmal mache ich eine Ansage. Ja? Wer mich einmal noch beleidigt, zu dem komme ich persönlich mit meinen Freunden und hau ich alleine. Und woher willst du, wie willst du herausfinden, wo diejenigen wohnen? Mein Onkel kennt ihn mit Computer groß, er macht das klar. Hey, lass mich raten, er hat einen An- und Verkaufladen bestimmt, ne? Junge, hast du das gehört? Er hat meinen Onkel beleidigt. Hey, dein Onkel, wieso das denn? Hallo, dein Onkel ist selbstständig, will ich damit sagen. An- und Verkaufladen, Digga. Jetzt weiß das, ich schwör. Ey. Er hat das auch gehört. Ja. Jetzt, ne, ich mach eine Ansage, ich komme jetzt in mein von meinen Freunden im BMW, gehe ich jetzt. Ja. Ich komme jetzt zu dir nach Hause und schlage dich. Okay. Putz, dass du nie wieder reden kannst. Ja, okay, dann zieh ich mir gleich was Gutes an. Du Bastard, jetzt reicht's mir, du hast mein Onkel beleidigt. Nein, ey, hör mir mal zu, du hast mich falsch verstanden. Ey, ich bin deine Tod, du Bastard, warum beleidigst du ihn, du? Nein, Mann, ich hab den Punkt, diesmal nicht überspannt. Pass auf. Deine Fresse, Mann. Dein Pogen, was für Pogen, Mann? Ja, du hast doch geschrieben im Chat eben, ach, du hast den Pogen. Lass mich ausreden. Ja, ich hab aber dein Volk nicht. Lass mich ausreden. Hey, Digga, was ist los mit dir? Erzähl. Du aggressiv jetzt. Du hast meinen toten Onkel beleidigt. Hä? Ich dachte, dein Onkel kennt sich mit PCs aus. Jetzt ist er auf einmal tot. Bist du behindert oder so? Früher hat er sich ausgekannt, du Bastard. Ja, und dann willst du ihn dann ausgraben und sagen, ey Onkel, wach auf, der Hums hat mich gedisst. Deine Fresse, beleidige ihn nicht. Hey Junge, du bist so kacke, Digga. Ich glaub, dein Mund ist schneller als dein Gehirn, Alter. Und das über weite Strecken. Mach das Auto klar, wir gehen jetzt. Wo holst du da mit deiner Adresse? Wieso? Ich dachte, dein Onkel kennt sich mit PCs aus, Mann. Grab ihn aus. Mach mir deine Adresse. Nein, mach ihn nicht. Ich hab Angst, Ali, Mann, ohne Scheiß. Sag mir deine Adresse. Ja, okay, pass auf. Hast du einen Zettel und einen Stift? Ohne Zettel und Stift. Nee. Aber ey, Digga, ich sag dir jetzt ganz ehrlich meine Adresse, aber du musst auch vorbeikommen, ja? Sag jetzt. Ich komme sofort, sag. Okay, pass auf. Ich wohne in Garmisch. Partenkirchen. Was für Paten?
Gelsenkirchen, willst du mich verarschen? Wo ist doch, das? Das ist in, bei ihr zu 2 Kilometer entfernt. Garmisch-Partenkirchen. Schreib auf! Garmisch. Was? Schneller, du Hundsohn. Da, Garmisch. Ja, Garmisch-Partenkirchen. Mit was lachst du, du? Willst du mich verarschen? Hey, oder? Garmisch! Garmisch! Sag weiter, gar nicht, hab ich. Garmisch, mit M, wie Martha. Ja? Garmisch, Partenkirchen. Alter, fress dich, du deine Adresse sowieso aus. Du brauchst ihn nicht verarschen, denkst du, ich bin dumm? Mit deinem Onkel, ne? Du Mann, fress dich. Ich hab dir aufgeschrieben, ich komme da jetzt hin. Ja, ja, hä? So, Garmisch, Wenn du mich noch einmal beleidigst, ja, dann komm ich zu dir, du Bastard. Okay, alles klar, du Schwuchtel. Ich hab dich jetzt beleidigt, Digga! Hey! Ali? Hallo? Ali? Guten Abend, Mann, oder was? Er sagt, wenn du mich noch einmal beleidigst. Ich sag, okay, du Schwung. Und er so, wo? Und weg ist. Hey, Ali! Digga, was ist los? Gut haben leer oder was? Hallo? Hallo? Digga? Na, heftig. Naja, das war Ali. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ne, Onkel, sein Onkel kennt sich mit PCs aus. Aber ich hab seinen toten Onkel beleidigt. So. Wie auch immer, Ladies and Gentlemen, das war's jetzt mit der MC Hums Show hier auf dem Donnerstag, den 29.09.2011. Danke, Ali, nochmal für den schönen Abend. Ich muss es einfach nochmal Revue passieren lassen, nochmal begreifen, was du überhaupt geredet hast. Super.